Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast. Ich war ja neulich in Berlin und wir haben es nicht geschafft. Ich habe dann immer so einen engen Zeitplan und da kriege ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil du bist wir haben uns ja über die Jahre schon fast ganz gut angefreundet und du machst hier schon lange mit. Und es ist schon eine Weile her im öffentlichen Podcast und du hast ein Buch geschrieben und eigentlich wollte ich dich treffen, aber dann warst du ganz lieb und hast mir angeboten, wir machen es online. Auch gut. Ja, du hast mich auch versetzt. Ich war ganz traurig. Ja, hatte gute Gründe. Aber ja, vielen Dank für dein Verständnis und schön, dass du da bist. Gibt es so ein paar aktuelle Sachen noch? Vielleicht ein, zwei Sachen? Vielleicht hast du da auch Thoughts zu? Weil ich denke irgendwie so, die Welt ist so verrückt geworden in den letzten Jahren und ich habe irgendwie den Eindruck, das Ganze, all diese current things, die hängen irgendwie alle miteinander zusammen. Also, Islamkritik ist so die letzten Jahre bei mir so ein bisschen in Hintergrund geraten. Wir hatten ja auch diese ganze Lockdown-Tyrannei und all das. Woke war für mich so eines der stärksten Themen da draußen. Also so die Kritik an diesem ganzen woken Irrsinn und eben auch so ein bisschen am übergriffigen Staat. So. Und ich finde aber, das hängt alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Also, wenn wir jetzt sehen, was auf den Straßen abgeht, du bist ja in Berlin, auch Neukölln und so weiter, die Bilder gehen ja, die gehen ja rum. Ich habe irgendwie den Eindruck, das hängt alles ein wenig miteinander zusammen. Sprich, es gibt diese Idee, dass Deutschland säkular ist, und ich glaube aber, dass Deutschland nie säkular geworden ist, sondern dass Woke und alle Schattierungen davon eine Art neue Religion geworden sind. Und gleichzeitig bedeutet das irgendwie so die Abschaffung der alten Religion. In Deutschland war das mal hauptsächlich das Christentum. Stattdessen flüchten sich die Leute in diese Woken-Ersatzreligionen rein. Ihr Gottesdienst ist dann eben Fridays for Future oder sie machen Black Lives Matter oder was auch immer, ne? Also Klima und Transideologie ist für mich auch so ein Thema, was eine religiöse Komponente hat. Man möchte irgendwie einen neuen Menschen erschaffen. Und gleichzeitig gibt es aber noch eine alte, archaische Religion, die war so ein bisschen weg, als wir alle Ausgangssperren hatten. Aber jetzt dürfen wir alle wieder auf die Straßen. Und jetzt drängt der Islam wieder auch so mit da rein. Und es steht irgendwie so, meine Analyse ist, dann übergebe ich dir mal das Wort. Meine Analyse ist, es steht so, die neue Weak Woke westliche Religion, also die woke Religion, steht so ein bisschen der alten archaischen Religion gegenüber dem Islam. Und das ist hier irgendwie so im Moment der Endkampf. Wie findest du das, diese Analyse? Ja, kann ich jetzt zum Teil zustimmen. Ich erkläre mir das auch so, dass gerade diese ganzen Bewegungen was sehr Religiöses haben, weil die Leute, gerade auch die Jüngeren, nicht mehr so geerdet sind, wie wir es damals waren. Also die kennen diese Gemeinschaft nicht. Klare Regeln, klare Richtlinien, Benehmen. Also ich habe irgendwie Genau. das Gefühl, nach den Generationen nach uns ist zu viel Selbstbestimmung scheinbar vom ersten Tag mitgegeben worden, obwohl es das eigentlich gar nicht geht. Aber null Regeln dazu, so dass der Egoismus eigentlich bei diesen Kids gefördert wurde und nicht die Gemeinschaft. Und dadurch fühlen sich, glaube ich, sehr viele verloren und suchen einen Ausweg, wieder ein Teil irgendeiner Gemeinschaft zu werden. Suchen Und Regeln, suchen. Genau, suchen irgendwo Richtlinien eine halt, Struktur. Ja. genau, Struktur, das ist ja etwas, was bei Kindern sehr wichtig ist. Also ich verstehe es nicht, wie Eltern auch heutzutage, ich erlebe das, seit ich hier zwei Mädchen habe, du weißt ja, wo wir uns immer rumtreiben, wir haben uns ja schon oft auf dem Spielplatz getroffen, Yes. was da für Leute rumlaufen. Und das sind jetzt nicht das Cindy und das Steven von Marzahn, ne, wo du denkst, bildungsfern, oder das Aisha und der Mohammed in Genau. Neukölln, sondern das sind Akademiker, das sind gebildete, möchte gerne Intellektuelle und so weiter, sehr gut verdienende Menschen, die ihre Kinder überhaupt nicht erziehen. Also da gibt es gar keine Erziehung, da gibt es gar keine Regeln und man merkt, dass die Kinder immer unsicherer werden, dadurch auch egoistischer und sich jedes Recht herausnehmen. Also das, was du auf der Straße bei Fridays for Future siehst,
das siehst du momentan noch schlimmer hier in Friedrichshain auf den Spielplätzen. Oder die Klimakleber, ne? Das ist ja auch sowas. Und ja. Das ist, da geht's nur ich, meine Bedürfnisse, mein Leben, ich darf mir jedes Recht herausnehmen, aber was mit deinen Bedürfnissen, deinen Rechten und so weiter ist, das interessiert mich nicht. Ich darf hier. Und damit habe ich ein großes Problem. Also wir erziehen unsere Töchter, das weißt du auch, eigentlich sehr streng, würde man heutzutage sagen. Klare Richtlinien, klare Regeln. Es gibt Ärger, wenn wenn die andere Kinder ärgern oder wenn sie ihre Grenzen, also die Grenzen der anderen Kinder nicht beachten und sowas. Also ein gutes Miteinander. Und ich merke es halt, dass meine Kinder natürlich viel sicherer sind, aber gerade meine Töchter kriegen, wenn sie geärgert werden, wenn sie gemobbt werden, wenn sie angefasst werden und das nicht wollen, dann dürfen und sollen sie sich wehren. Und wir versuchen da einen sehr guten, selbstbestimmten Mittelweg zu gehen und vor allem denen von klein auf Regeln beizubringen, weil eine Gesellschaft kann ohne Regeln nicht funktionieren. Aber diese woke Gesellschaft, diese ganzen Kids heutzutage, ne, die kennen das nicht. Und deswegen ufert das momentan alles aus. Und aber es ist auf der einen Seite gibt es Regeln für genau. Die anderen, die nicht deren genau. Meinung haben. Die genau, werden, weil es gibt ja sehr, sehr viele Regeln. Ja, für die anderen. Die aufstellen, ja genau. Die nicht die richtige Meinung haben und genau. nach deren Vorstellungen nicht das Richtige machen und vor allem auch Regeln ausschließlich gegenüber weißen Menschen, so Hautfarbe weiß. Mhm. Also nach deren Vorstellung privilegiert, sowieso Rassismus ist ja in der weißen DNA mit vorhanden, also müssen wir uns durchgehend schuldig fühlen weil, und vor allem auch unserer Privilegien bewusst sein. Und das ist alles so absurd und dann stehst du da als Frau mit Migrationshintergrund, die in keiner privilegierten Familie aufgewachsen ist, die ich weiß. Privilegien hat. Ich meine, du kennst ja, ne? Wir haben ja schon und Sanna, erste Folge vor Jahren haben wir zusammen auch über deine Story geredet. Du bist ja als mit 17 schon ins Frauenhaus geflüchtet und 18, genau. Und dann stehen diese Menschen da und erzählen mir, ich müsste mir meiner Privilegien bewusst sein. Da kann ich, also mittlerweile kann ich echt nur noch ausfallend werden und ich frage die auch, ob die eigentlich bekloppt sind. Da habe ich in letzter Zeit häufig gemacht, ob die eigentlich ihren Rassismus und alles, was damit zusammenhängt, gar nicht mitkriegen. Weil mich zum Beispiel, einerseits bin ich total rassistisch und habe Privilegien, weil ich ja weiß bin. Aber andererseits bin ich ja Migrantin und ja auch Opfer und deswegen darf ich nichts, was mit meinem Kulturkreis oder mit meinem religiösen Hintergrund zu tun hat, kritisieren, weil ich müsste ja gegen Rassismus sein. Und du stehst dann da und denkst, okay, auf der einen Seite sagst du mir jetzt, dass ich privilegiert bin und auf der anderen Seite sagst du, dass ich niemals Deutsche sein werde, weil ich immer die Migrantin bleibe. Also hältst du mich gerade in dieser Migrantenschublade? Und dann, ich habe wirklich in letzter Zeit häufig solche Menschen gefragt, ob sie es eigentlich nicht selber merken, was das für Rassisten sind. Ja, ich habe den Eindruck, sie merken gar nichts. Nee, sie merken es nicht. Also, das Interessante ist ja, dass du, wie du sagst, dass die ja schon im Kollektiv operieren und es sind ja nicht nur die auf der Straße oder bei Fridays for Future oder die Klimakleber oder was weiß ich, es gab ja hier sogar Black Lives Matter Proteste. Wir sehen auch da wieder die Verknüpfung, die ich am Anfang gemacht habe, das sind größtenteils welche, die dann gerne auch die Palli-Tücher sich umhängen und die Palästinenserfahnen schwenken, weil man ist ja für die Unterdrückten und so weiter. Aber das geht ja rein bis in die Schulen, bis in die Institutionen, bis in die Politik. Ich sehe Polizeistationen mit der Transflagge davor. Also es ist wirklich einmal allumfassend. Es ist keine Gegenkultur, Counterculture. Es ist keine Untergrundbewegung, sondern es ist eigentlich Mainstream. Und wie du sagst, es ist sehr egozentrisch, sehr viel ich. Aber es ist schon ein Kollektiv. Weil Vielfalt ist
Vielfalt benutzen sie gerne als Wort, schön bunt nach außen, aber innen drin ist es doch eine sehr, sehr homogene Masse und die Gesinnung muss stimmen. Und wenn die Gesinnung nicht stimmt und man diese woke Oppression Olympics, wenn man da nicht sein Plätzchen findet oder das nicht alles absegnet, dann ist man ganz schnell raus aus diesem Kollektiv. Also auch wenn es sehr, sehr viel, sehr ich-bezogen ist, es ist doch irgendwo eine graue Masse, eine innerlich graue Masse, die auch von Regierungsorganen, Politik und Institutionen mitgetragen wird. Naja, sie wird ja von der Politik gefördert und das ist gerade genau das Problem. Also diese woke Blase ist eigentlich eine kleine Blase. Das sind wenige Menschen im Verhältnis zu der Mehrheitsgesellschaft. Und ganz ehrlich, in diesem Top sind woke, sind biodeutsche Rassisten und Islamisten, alle drin. Und eigentlich haben alle die gleiche Einstellung und es ist völlig absurd, dass sie sagen, nein, wir haben nichts miteinander zu tun, wir hassen uns ja. Aber letztendlich vermitteln die alle das Gleiche. Das große Problem ist einfach, dass diese woke Bewegung und natürlich auch die islamistische Bewegung durch die Politik, also die islamistische durch die Politik, die letzten 15 Jahre extremst gefördert wurde, auch von der CDU, auch von meiner Mutterpartei oder Vaterpartei oder Heimatpartei sozusagen. Aber die Woke wird jetzt erst seit einiger Zeit so extrem gefördert, auch finanziell gefördert. Und durch die Ampel ist das jetzt noch stärker geworden. Deswegen wirkt das halt im Großen und Ganzen so, als wären das so viele, sind sie aber nicht. Das Problem ist, dass diese Minderheit jetzt durch unsere Regierung die Möglichkeit hat, vor der Polizeistation ihre Fahnen aufzuhängen, vor irgendwelchen Rathäusern und uns dementsprechend. Aber die Polizei macht's doch selber. Nein, die können nichts dafür. Es ist nicht der Polizist da draußen. Das sind die. Aber ich habe gesehen, dass es in Berlin Polizeistationen gibt, die von der Station, wo die Polizisten diese Fahne gehisst haben. Also quasi Angestellte des Staates oder des Landes. Und das ist ja etwas, was ich auch nicht verstehe, aber das ist nicht der Durchschnittspolizist oder die Wehrheit. Nee, das nicht, aber es wird von der Institution mitgetragen und erlaubt. Und es gibt hier in NRW jetzt Queer-Beauftragte bei der Polizei, intern, die aufpassen. Genau. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber die passen auf, dass die Gesinnung stimmt. Und ja, aber das gibt auch, also tatsächlich gibt's das. Das genau. Gibt es in Berlin und schon länger. Ich meine, wir sind in Berlin hier ganz schnell immer vorne dabei. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So in die Richtung geht Berlin. Hier, wir machen hier alles richtig und die Welt und Deutschland muss nachziehen. Naja, aber Tatsache ist, dass wir haben ganz viele Freunde bei der Polizei und ich kann dir sagen, ich kann dir auch versichern, dass es nicht der Polizist ist, der das entscheidet, was da passiert, sondern das wird von ganz oben durchgegeben. Ja, vielleicht, genau, das meine ich. Wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei. Ich meine nicht jeder Cop, nur es ist von oben verordnet. Von oben. Und da kann, und deswegen finde ich das immer so gemein, wenn sich das so anhört, dass die Polizisten, die diese wirklich die Scheißarbeit draußen machen müssen, die sich beleidigen, zusammenschlagen müssen, lassen müssen, alles Mögliche, trotzdem dann die Schuld in die Schuhe geschoben bekommen. Aber es gibt doch trotzdem dahingehend ein Problem, dass diese Wokeness all diese Institutionen durchdringt und man auch als Polizist in diesem System drin ist und mittlerweile gibt es diese Beauftragten, also die Polizei ist ja nur ein Beispiel, man könnte auch andere Behörden nehmen, ne? Dass quasi, worauf ich hinaus will, ist, der Staat und die Länder und die Kommunen setzen es durch in den Institutionen und in den Behörden. Und das ist für mich Ideologie und es gibt diese religiöse Komponente, aber es gibt auch eine politische Komponente. Es ist ja eh nicht voneinander zu trennen. Und es ist gewollt und es wird mit Gewalt durchgesetzt. So, ob da jetzt der einzelne Kopf das möchte oder nicht, aber das ist die Message und das ist das Zeichen nach außen und mit diesen Queer-Beauftragten auch nach innen. Es ist das Zeichen an alle Polizisten dort, wehe, du äußerst dich irgendwie anders, dann kriegst du ein Gespräch mit diesem Queer-Beauftragten und wenn du, dann wirst du korrigiert, dann wirst du
kriegst du ein Seminar und dann zeigt man dir, wie man sich zu verhalten hat und wie man zu reden hat. Und entweder wirst du auf Linie dann gebracht oder es gibt einen Vermerk oder was auch immer. Also gefeuert werden kann man ja nicht so leicht. Ja. Vermerk Karriere hin, ganz einfach. Genau. Also ich bin da ganz bei dir. Und wir haben wirklich ein großes Problem, dass sich das überall durchsetzt. Und gerade auch die jetzige Regierung Menschen, uns als Mehrheitsgesellschaft, und die Mehrheitsgesellschaft ist natürlich Menschen, weise Menschen ohne Migrationshintergrund, aber zur Mehrheitsgesellschaft gehören auch Menschen wie ich, Menschen, die sich integriert haben und Deutschland als ihre Heimat sehen, ganz einfach, und als ihre Heimat lieben, und die uns alle bevormunden, und wenn wir uns nicht bevormunden lassen, und vor allem auch diesen ganzen Unsinn fügen, dann werden wir einfach exekutiert. Das bedeutet nicht, dass wir umgebracht werden wie in anderen Ländern. Da gibt's, haben wir noch ein ganz gutes Rechtssystem und zum Glück auch schon vor Ort. Gerade so noch, gerade. Aber exekutieren bedeutet auch, dass einem die Lebensgrundlage genommen wird. Als Familie zum Beispiel, man verliert seinen Job, man kommt nicht weiter. Man wird ausgeschlossen, man wird aus der Politik, aus der Medienarbeit ausgeschlossen. Das passiert, wir wissen sehr viel, auch gerade Künstlern oder Medienschaffenden, Journalisten, die, wenn die da nicht konform sind, wirklich ausgeschlossen werden. Ja, kann man gerade vielleicht Beispiel, Ruhe in Frieden, Gunnar Kaiser, das kam gestern raus, dass der an Krebs, dass der an Krebs gestorben ist. Und der war für mich so Canary in a Coal Mine, sagt man in den USA. Das war so einer, der auch vor der Lockdown-Tyrannei, vor dieser ganzen Corona-Geschichte, war der sehr, sehr philosophisch unterwegs und hat sehr seine Worte mit Bedacht gewählt immer und war sehr vernünftig. Im Gegensatz zu mir war der wirklich eine Stimme der Vernunft. Ich hau ja gerne drauf, aber das war so ein kluger, ruhiger und zurückgelehnter Mann. Und der, wie du gerade sagst, selbst der hat nie Hass und Hetze oder wie man es jetzt so auf Neudeutsch auch immer alles nennen will, begangen. Selbst der wurde gecancelt. Der wurde von der FDP gecancelt. Der hatte zwischenzeitlich seine Plattform verloren, auf YouTube Ärger gekriegt und so weiter. Das heißt, es ist mittlerweile, ist seit Jahren schon so krass, dass du, sobald du nicht dieses kunterbunte Narrativ irgendwo unterschreibst, selbst wenn du die besten Worte dir auswählst und komplett vernünftig debattierst, wirst du unter Umständen weggemacht. Eine Debattenkultur dahingehend oder eine Meinungsvielfalt gibt es nicht. Also nochmal Ruhe in Frieden, das war jetzt gerade so aktuell. Aber selbst der sollte bei einem FDP-Ding reden, damals vor Jahren war das. Und der wurde gecancelt, weil es hieß rechts, AfD, weil es nicht woke genug war. Also, ja, weil der Fragen gestellt hat. Und also das ist ja ein also dann sind wir so Leute wie wir, so Krawallwürste wie wir, ja, erst recht irgendwie dann so die Nächsten, ne? Also, einerseits stimme ich dir zu, das ist sehr schwierig, man wird gecancelt, aber andererseits funktioniert in Deutschland zum Glück noch sehr viel. Also seit unser Buch rausgekommen ist, wir haben ja PR-Videos gemacht, die null diskriminierend waren. Dann die Videos geteilt, diese kurzen PR-Videos, die wurden dann auf verschiedenen Plattformen, entweder wurde die Sichtbarkeit sofort eingeschränkt, dass es da auf einmal keine Klicks gab, oder sie wurden wegen Hate Crime und Fake News auf einmal gelöscht. Also völlig absurd. Aber andererseits ist, wir haben in Deutschland immer noch eine Meinungsfreiheit und unsere Medienlandschaft und die Möglichkeiten sind sehr vielseitig. Es ist dadurch schwerer geworden, die Mehrheitsgesellschaft, den Otto-Normalverbraucher, eigentlich denjenigen, der das alles am Laufen hält, zu erreichen. Aber trotzdem haben wir immer noch die Möglichkeiten. Natürlich bedeutet das für mich, dass ich, weil ich unbequem bin und weniger Jobs kriege, Lesung, Vermarktung und so weiter. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit, mich zu äußern, ohne, bis jetzt noch im Knast zu landen. Aber das kann mit dem Selbstbestimmungsgesetz kommen, weil in meiner Welt sind immer noch Männer. Und ich zitiere Dunja Hayali, die sagte,
Ja, du darfst alles sagen, du musst nur mit den Konsequenzen rechnen. Ja, die Frage ist, was ist noch okay an Konsequenzen und was ist in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht mehr? Aber sind wir das noch? Also du sagst, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft, die möchte das vielleicht, aber sind wir das wirklich? Ich meinte gerade so, Beispiel Gunnar Kaiser. Die Mehrheitsgesellschaft ist so. Die Mehrheitsgesellschaft ist demokratieliebend, ja, liberal, offen. Weißt du, ich bin einerseits, es gibt Momente, wo ich echt total pessimistisch bin, aber im Ganzen bin ich optimistisch, weil ich habe diese Mehrheitsgesellschaft als eine wunderbare, tolle Gesellschaft kennengelernt, die mir als Frau und Migrantin sehr viel ermöglicht hat und auch Schutz gegeben hat und die Privilegien, die ich scheinbar als weiße Frau von Geburt an habe, erst ermöglicht hat, dass ich so privilegiert leben kann. Aber das Problem ist, dass diese Minderheit momentan in der Politik sitzt. Und wir sehen es jetzt an den Wahlen, dass die Mehrheitsgesellschaft, dass der Otto Normalverbraucher, der das Land am Laufen hält, die Schnauze voll hat vor Bevormundung. Mhm. Die sich von dieser kleinen Minderheit sich nicht mehr etwas diktieren lässt, was der Realität gar nicht, noch nicht mal nahe ist. Mhm. Also so völlig absurd. Die Mehrheitsgesellschaft wählt aus Protest leider die Wahl, also nach meiner Meinung nach natürlich die falsche Partei, weil ich bin einfach der Aber Meinung, es gab ja bis jetzt gibt es ja die Wagenknecht noch. Die hat aus dem Stand, ja, es gab diese. Ja, noch eine, also ich habe mir das gestern auch angeguckt zwischendurch, weil ich habe noch gearbeitet und einige Interviews geführt, deswegen konnte ich nur zwischendurch reingucken. Also vom Prinzip her wäre das für mich die Wagenknecht-Partei, wenn die wirklich aus dem Verein eine Partei machen könnten. Warte, lass mich aussprechen. Sozialismus. Also, Christian, sind wir schon wieder dabei, dass wir die Leute nicht aussprechen lassen? Nee, Entschuldigung. Wo ich dich finde, Junge. Jo. So. Also die Wagenknecht-Partei, ich bin eigentlich sehr links und sehr sozial. Ich finde schon, dass wir ein gutes Sozialsystem haben und das ausbauen könnten für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht können. Ne? Aber trotzdem, Kapitalismus ist auch geil, weil wenn man viel arbeitet und arbeiten will und was erreichen will, dann... Ja, und irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Genau. Also wir haben eigentlich ein gutes System, aber ich wünschte mir in vielerlei Hinsicht, dass unser Land etwas sozialer werden würde für Menschen, die wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen. Und da sehe ich, dass vieles uns gerade in den letzten Jahren abhanden gekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Was Migration und sowas angeht, da kann ich nur zustimmen. Wir brauchen eine geregelte Migration und wir brauchen zwar keine Obergrenzen, weil Obergrenzen sind unsinnig, aber es muss vernünftig abgeschoben werden und alles drumherum. Aber ich habe großen Bauchschmerzen mit dieser Russlandnähe. Bei der AfD oder bei der Wagenknecht? Bei der Wagenknecht. Jetzt gerade bei der Wagenknecht. AfD, also darüber müssen wir jetzt wirklich nicht sprechen. Also es ist a thing auf jeden Fall. Es sind die beiden Parteien, die quasi nicht die klassischen, die Opposition sind, dann am Ende. Naja, also ob es einem gefällt oder nicht. Hat ja jetzt erstmal keine Partei gegründet. Rein rechtlich ist sie keine Partei. Mhm. Ja, 24, ne? Wenn die es schaffen, aus dem Verein heraus eine Partei zu gründen, eine richtige Partei zu gründen, die man wählen kann, rein rechtlich, dann wird sie wirklich eine Gefahr für die AfD. Und das finde ich erstmal nicht schlecht. Aber für mich, obwohl ich hier in mancher Hinsicht zustimme, kam mir dieses Gespräch, die Presseerklärung gestern total allglatt vor. Sie hat sich nicht zu 100% zu etwas geäußert, also für etwas, und sie hat sich auch nicht zu 100% von irgendwas distanziert. Deswegen ist es für mich keine Alternative. Ich will endlich Politiker, ganz ehrlich, wie es früher war. Merz hat jetzt was gesagt, ne? Hast du es mitgekriegt? Ganz ehrlich, der Merz sagt was und dann sehen wir, was die CDU hier in Berlin macht. Die unterschreibt im Koalitionsvertrag völlig Absurdes, inklusive Selbstbestimmungsgesetz und den ganzen Mist. Eigentlich genau. Dem der Partei eigentlich total widerspricht. Und in NRW ist es doch genauso, was der Wüst macht. Ja, Wüst ist ja für mich ein Kack. Also total. Merz ist immer so, ist der
auch unwählbar. Und mir blutet das Herz, das nach Laschet, wo ich dachte, ja, endlich mal geht's bergauf, Laschet weg mit seinen ganzen Islamfreunden und sowas. Ja. Und dann kommt der Wüst. Also der den anderen Unsinn mit. Und du denkst so, okay, ist meine Partei eigentlich noch wählbar? Das ist eben, da wollte ich drauf hinaus. Da wollte ich drauf hinaus. Also gibt es eigentlich ja nur, falls es die Wagenknecht irgendwann gibt und die AfD, das sind ja dann die einzigen beiden anderen über 5%. Potenziell. Ja, das heißt, was sollen die Leute denn wählen? Ne? Ja, also, ja. Das ist ja das Problem. Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal alle Nazis sind oder so. Und Querdenker oder ganz, weißt du, Nazis, Querdenker, Woke, Islamisten, das ist eine Minderheit. Das sind alles Minderheitenblasen. Bin aber auch Querdenker. Die bekommen einen, nein, du bist kein Querdenker. Bin Corona-Leugner und Klimaleugner, okay? Aber weißt du, die Leute wählen aus Protest. Und zwar nicht, weil sie auf einmal alle Nazi geworden sind oder ihre Nazi-DNA entdeckt haben und jetzt ausleben können, sondern weil sie aus Protest wählen. Und Protest wählen bedeutet nicht gar nicht wählen, weil das macht sich nicht bemerkbar, das juckt die nicht, aber eine Partei wählen, die den anderen wehtut. Und obwohl man gar nicht so dahinter ist, weil die wenigsten, auch wenn ich mit denen spreche, ich kenne einige AfD-Wähler, ich auch. Mit den Sprecher sagen die, nee, eigentlich Parteiprogramm, erstens wissen sie zum Teil gar nichts vom Parteiprogramm, zweitens finden sie das auch alles doof, aber Protestwahl muss wehtun. Also es ist nicht gut, dass ich gut finde, was sie machen oder dass sie die AfD gewählt haben, aber ich kann die Gedankengänge verstehen und ich kann verstehen, wieso sie die gewählt haben. Naja, und man muss ja sagen, wie du gerade gesagt hast, die CDU ist ja nicht die wirkliche Alternative, weil ich will jetzt gar nicht nur jetzt über Wahlen reden und so weiter, aber es gibt einfach die Menschen, auch was das Woke-Thema angeht, du hast es selber gerade gesagt, Selbstbestimmungsgesetz, all diese Sachen, selbst da ist die CDU irgendwo am Mitmachen. Und die Menschen suchen etwas, was sich dem entgegenstellt, weil du sagst ja, viele, viele Menschen möchten das nicht. Und es gibt halt einfach nicht viele. Die meisten Menschen in Deutschland möchten das nicht. Egal mit wem du sprichst, die wollen das nicht. Das sind eine verrückte Minderheit in den Städten, eine woke Minderheit, die alle anderen terrorisieren. Nichts anderes ist das. Ja, aber sie machen dann die Politik, ne? Also und aber das ist ja also klar, das und Problem, das geht ja bis in die Schulen. Ja. Aber, also, wir haben ja, da ist ja, du weißt ja, jetzt in die Schule gekommen. Genau, erzähl mal ein bisschen. Wir haben, tatsächlich habe ich lange nach einer Schule gesucht, weil das für mich gar nicht in Frage kam. Mhm. Wenn die irgendein Gender-Gedöns haben, irgendwelche Klimaprojekte und alles, ne? Also viel Glück in Berlin, was anderes zu finden oder in Köln jetzt hier, ne? Es war sehr schwer, was zu finden, weil für mich das nicht in Frage kommt. Politik hat, wenn überhaupt, im Politikunterricht was zu suchen. Und das haben sie nicht unbedingt in der Grundschule. Und alles andere, ich möchte keine Ideologie, sondern ich möchte, dass sie einfach ganz normal gebildet wird. Punkt. Und wir haben tatsächlich, es war hart, eine Schule zu finden, aber wir haben eine Sportschule gefunden. Und auf dieser Sportschule ist Edda jetzt. Die hat jeden Tag Sport, die hat, das ist gut durch mich, ihre Klasse, da sind auch viele mit Migrationshintergrund, aber nicht nur mit einem Migrationshintergrund, sondern von Asiaten bis zu arabischstämmigen, türkischstämmigen. Sie als Deutsche mit halben albanischen Wurzeln und dann gibt's da auch einen Fritz, Max und was auch immer, ne, die Emma. Und also super und der Fokus liegt wirklich auf gemeinsam und Sport, ganz viel Sport, Teamsport. Gut. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Wir müssen die Politik aus den Schulen wieder heraus. Ich kenne das zum Beispiel von früher gar nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir auf der Schule war. Aber wir hatten keine Aufrufe zur Demo oder irgendwelche komischen Projekte. Nicht so krass. So wie es also jetzt ist, dass im Prinzip die Schulen ja der verlängerte Arm schon von Fridays for Future sind und auch, ja, auch was diese ganze restliche Woke-Ideologie angeht, Gendern und so weiter und so fort, da ist es ja, da ist ja Frühindoktrination, kann man sagen. Ich sag immer, das Bildungssystem ist eigentlich komplett bankrott und korrupt. Bestenfalls
ich mache eine Verallgemeinerung jetzt. Ich freue mich, dass ihr eine gute Schule gefunden habt. Aber bestenfalls werden die Kinder irgendwie verwahrt, damit die Mama irgendwie auch arbeiten gehen kann und Steuern zahlen kann. Aber schlimmstenfalls, und das ist meistens der Fall, ist es Indoktrination. Also das eigentliche Lernen steht gar nicht mehr so im Vordergrund wie das Politische und das Ideologische. Und das ist einfach, das zieht sich von der Grundschule durch die weiterführenden Schulen und dann natürlich bis in die Universitäten rein. Ja, also dass die ganzen Geisteswissenschaften und so weiter sind ja durch und durch ideologisch und woke. Und das ist einmal von klein an bis ins Erwachsenenalter. Und da stimmt die Ideologie. Mir wäre es auch als Kind gar nicht eingefallen, mit meinen Lehrern auf eine Demo zu gehen, freiwillig, aber hätte ich gar keine Lust zu gehabt. Lehrer, damit das gar nicht gesehen hätte oder was auch immer. Ja, also ne, mit den Lehrern und dann, wenn die Eltern und die Lehrer für was waren, dann war ich eigentlich immer schon dagegen so. Aber das ist ja heutzutage, keine Ahnung, alle scheinen auf einer Linie zu sein. Also man feiert sich irgendwie als Counterculture, aber es ist alles eine ideologische Linie bis in die Politik rein. Pädagogik, alle sind auf Linie. Alle sind irgendwie grün, alle sind irgendwie woke, alle sind irgendwie Regenbogenfahne. Es ist so ein Einheitsbrei. Aber das, weißt du, das wirkt ja nur so. Ich meine, wir kriegen es natürlich besonders mit. Erstens, weil wir in großen Städten wohnen. Ja. Und zweitens, weil wir uns natürlich politisch in diesen verdammten Blasen bewegen. Aber weißt du, wir haben ja auch andere soziale Kreise. Und das ist so schön, weißt du, keine Akademiker, keine super politischen, woken Interessierten, die zu irgendwas immer dazu beitragen wollen, zur Diskussion, sondern mein Gott, wenn ich in Siegen bin ich bei meinen Freunden, die ganz normale Jobs haben, von Bäckereifachverkäuferin, Putzfrau, Handwerk.
Hello, da bist du ja wieder. Weißt du noch, wo du aufgehört hast? Bei den ganz normalen Menschen in deiner alten Heimat, die Bäckerei, Fachverkäuferin und ja. Ja, also das Gute ist ja, dass ich wirklich in diesem sozialen Kreis auch lebe und einfach auch eine ganz andere Welt mitkriege und mich auch damit wieder erden kann. Ich kriege mit durch diesen Bäckereifachverkäuferin, durch meine Freunde, den Maurer, den Bauarbeiter, die Putzfrau, kriege ich eigentlich mit und kann aktiv auch miterleben, was die wirklich für Probleme haben, was die Mehrheitsgesellschaft, was sie betrifft, was sie bewegt, wie sie sprechen. Und wenn ich dann wieder nach Berlin komme oder in unsere politischen Blasen eintauche, und dann wieder versuche, irgendwie zu erfahren, was da los ist oder wieso sie jetzt gerade wieder total durchdrehen. Oh, dann nervt mich das, weil das ist wirklich so ein Blasending und so eine Minderheit. Boah, ich weiß nicht. Also ja, du sagst das immer. Minderheit, ja. Glaub mir, das wirkt auch bei dir oder du meinst, dass... Der Punkt ist, wir müssen mal irgendwie trotzdem, okay, fair, dann ist es eine Minderheit. Aber sie haben das Sagen. Aber sie haben das Sagen. Sie haben Macht und das. Gut, was machen wir jetzt? Was können wir tun? Wir können sie abwählen. Das Einzige, was wir tun können, ist uns die Stimme nicht nehmen lassen als Mehrheitsgesellschaft. Wir müssen die Mehrheitsgesellschaft aufklären. Deswegen haben Peter und ich ja auch dieses Buch geschrieben. Und zwar nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Wir haben nicht nur übers Gendern. Natürlich haben wir auch das Gendern, um das Bild zu vervollständigen, mit reingenommen. Aber wir haben uns auf die Medienlandschaft konzentriert. Wir haben auf die Auswirkungen auf die Politik und gleichzeitig auf unsere Gesetze und was das für uns alle bedeutet, aufmerksam gemacht. Und dann nicht nur auf... Erzähl gerne ein bisschen. Sondern an Alltagsbeispielen. Medienlandschaft, also es kann, nehmen wir die Medienlandschaft. Wieso sehen seit ein paar Jahren die Filme oder die Shows so aus, wie sie aussehen? Wo du denkst, okay, wir haben... es wird im Film, es gibt Diversity-Checklisten, zum Beispiel bei der Filmförderung. Schleswig-Holstein, Filmförderung geht ganz seit Jahren ganz offen damit rum. Wenn jemand einen Film machen will oder eine Doku machen will und Filmförderung beantragt, muss er diese Diversity-Checklisten erfüllen. Und in diesen Diversity-Checklisten geht es nicht nur darum, ob alles an Diversität in dem Drehbuch oder in dem Film vorkommt, sondern es geht so weit, dass man im ganzen Team, im Filmteam oder bei der Redaktion fast bis zur Putzfrau angeben muss, ob man in irgendeine... schwarze Lesbe im Rollstuhl hat. Ja. Nee, also wirklich sexuelle Identitäten. Oh mein Gott. Buchautor, wirklich, also es ist zugespitzt bis zur Putzfrau, welche sexuelle Identität hier. Also im Prinzip, du musst deine woke Stasi-Akte da abgeben. Komplett, fürs ganze Team, nicht fürs Drehbuch, sondern bis hin zum ganzen Team. Natürlich sind diese Angaben ja freiwillig, aber wir wissen ja auch, wenn du dich nicht nackig machst, kriegst du die Fördergelder einfach nicht. Und was das für ein Druck ist, auch wenn jemand eine tolle Geschichte machen will, Kunst machen will, das ist ja gar nicht mehr möglich. Wie kann Kunst entstehen? Wie kann beziehungsweise der ganze deutsche Medienbetrieb ist ja im Prinzip Crony Capitalism. Das heißt, die Filmförderungen stecken mit drin, aber genauso auch das ganze Mediensystem, die ganzen Plattformen von den Öffentlich-Rechtlichen will ich gar nicht erst anfangen, aber auch der ganze Kinobetrieb, alles ist in Deutschland von GEMA bis bis zu den Plattformen, ist alles irgendwo um zwei Ecken rum, hat mindestens der Staat oder haben die Länder die Finger so mit drin. Und wenn du hier stattfinden möchtest, egal ob im Radio oder im Kino oder im Fernsehen, mittlerweile mischt sich der Staat ja sogar in die freien Plattformen ein, YouTube und so weiter. Ne, es gibt Gesetze, jetzt seit neuestem EU auch Digital Services Act und so weiter. Du musst dich benehmen, so wie es auf Linie ist, sonst kannst du hier, naja, ganz stimmt's nicht, wir können ja auch was reißen, wir zwei, wie du schon eingangs gesagt hast, aber es wird schwierig und du wirst nicht protegiert und du wirst nicht auf deren Bühnen gelassen und nicht an deren Tisch und kriegst dein Stück vom Kuchen nicht ab. Und wenn du selber was machen willst, was Eigenes machen willst,
musst du sehr klug sein, sehr mutig und sehr viele Hürden umgehen oder über Stöckchen springen und dich auch an Regeln halten. Du kannst nicht machen, was du willst hier. Und das ist ein komplettes, ja, ich nenne es immer Regenbogen-Stalinismus oder Woke China. In China gibt's das auch, nur wir haben hier so eine Version davon, die auf bunt und vielfältig macht, aber es ist im Prinzip sind es Brave New World, chinesische Verhältnisse irgendwo. Man wird nicht einfach so. Ja. Es geht in die Richtung und aber wie schon gesagt, ich bin da optimistisch. Es tut sich auch was. Es tut sich ja jetzt seit einiger Zeit auch zum Beispiel bei Netflix was. Auch in der Medienlandschaft, da gibt's leichte. Netflix möchte ja vielleicht auch mal Gewinn machen irgendwann. Ja, genau. Die haben nämlich mit diesem ganzen Diversitätskram, bevormundenden Diversitätskram, so viel Verluste, dass die jetzt ganz langsam wieder zurückgehen. Aber sehr langsam. Sehr langsam. Hast du das mitgekriegt mit Felix Lobrecht? Kennst du den? Gemischtes Hack? Ja, das mit der lesbischen Gang. Das ist ja das Paradebeispiel dafür. Er hatte irgendwie seine Story sollte. Was sie auch im Buch geschrieben haben, wie es kommt, wie ein Freund auch berichtet hat. Du hast ja mein Buch ja noch nicht oder unser Buch ja noch nicht bekommen, aber das müsste diese Woche kommen. Lese es bitte. Okay. Du wirst sehen, dass wir auch persönliche Geschichten ganz viel drin haben, was jetzt auch einen befreundeten Drehbuchautor von mir passiert ist mit Netflix und einem anderen Verlag. Und erzähl. Was in unserem Buch auch. Nein, das ich will. Ja, aber so ein bisschen anteasern. Kann jeder lesen. Okay, nein? Okay. Also es ist wirklich so eine Geschichte. Der hat eine wunderschöne Geschichte geschrieben, hat dann erst von seinem Verlag bekommen, dann ein Gutachten bekommen von so einem Sensitivity Reader, dass das total diskriminierend ist und er seine Geschichte, die Frau, die darf nicht mehr dick sein, weil das Bodyshaming ist, die da. Moment, ich dachte, das Neueste ist ja immer bei Funk und so sieht man, ihr sollt alle dick sein. Und wehe, man ist dünn, dann ist es. Ja, aber das war dann zu diskriminierend, weil das ein Teil dieser Geschichte war, wieso sie nicht mehr so zurechtkam, wie sie zurechtkam. Also ihr Gewicht auch. Ja, nee, das geht und, nicht. Und das war dann Bodyshaming. Das geht dann nicht. Dann waren beide Hauptprotagonisten zu weiß. Einer müsste mindestens People of Color sein. War zu wenig diverse Sexualorientierung, also dem war das nicht quer genug. Und mindestens einer von den beiden sollte eine Behinderung haben. Also wirklich das Absurdeste, wo man eigentlich so drüber lacht, wo man das nur so aus Scherz sagt, genau. Stand in diesem verdammten Gutachten drin. Und so, dann hat mein Freund gesagt, ey, ihr spinnt doch, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und eigentlich sollte das eine wunderschöne, aufmunternde Liebesgeschichte werden und ein bisschen mit einer Komödie. Eigentlich, also wenn du es liest, wirst du sehen, was ist. Und dann wurde der Vertrag dann rückabgewickelt, weil der gesagt hat, nein, das ist nicht mehr die Geschichte, kann ich so nicht umschreiben, das macht keinen Sinn. Das ist auch nicht meine Kunst und meine Geschichte, die ich geschrieben habe. Und das Problem war, dass der Verlag das schon die Drehbuchrechte an Netflix verkauft hatte. Also hat der Verlag, ist vom Vertrag zurückgetreten, hat sie dann zusammengeführt, meinen Freund, den Drehbuchautor und Netflix. Und dann hat mein Freund das als Drehbuch umgeschrieben und hat das eingereicht. Und dann haben die schon wieder einen Sensitivity Reader rangesetzt. Ein Antidiskriminierungsreader. Wie wird man sowas von Beruf, bitte? Naja. Indem du sagst, du bist Opfer, weil du quergedöns bist, weil du bunt bist, weil du keine Ahnung was bist. Aber es gibt eigentlich keine richtige Qualifikation. Hauptsache, du erfüllst genug Opferpunkte auf deiner Opferkarte. Dann kannst du heutzutage unheimlich viel Geld verdienen. Eigentlich ist das so ein Business nur. Nicht ja, es wird ja, die Menschen werden dazu ermutigt, Opfer zu sein. Also man wird quasi alles außer straight white male. Wenn du straight white male bist, dann ist das ist das Schlimmste. Naja, und dann geht's aber los. Auch female. Ja, female ist also zweit Platz. Ich sage immer zwei next in line sind females, wenn sie selber was geschissen kriegen, wenn sie lost sind, wenn sie Hexen sind, wenn sie Free Palestine da irgendwo ich rumtitschen. Ich bin rothaarig. Genau. Also wenn sie quasi den straight white male lieben oder mit ihm zusammen sind oder selber erfolgreich sind, dann sind sie auch der Feind. Wenn sie lost sind, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie unterm Patriarchat leiden und so weiter und so fort, dann sind sie gute. Dann sind sie gute Females. Ja. Und genauso ist es bei braunen oder schwarzen Menschen, wenn sie Männer sind
Und wenn sie erfolgreich sind, dann sind sie auch ein Problem. Wenn sie erfolglos sind, dann lieben die Woken und die Linken sie. Ja. Und so ist es bei Gays auch. Schöne Grüße an Ali. Ja, wenn du gay bist und noch einen Migrationshintergrund hast, aber wenn du nicht denen nach dem Mund redest, dann bist du auch ein Problem. Dann wirst du zum Straight White Male ab da. Aber ja, ihr seid die Nächsten in der Reihe. Frauen. Ja, Ali und ich genau. Zum Beispiel, wir kritisieren ja auch unseren ethnischen Background und unseren genau. religiösen Background. Dürft ihr nicht. Gerade wir haben das Recht und auch die Pflicht, weil wir wissen, dass ganz viele in unseren Herkunftskulturkreisen leiden und die brauchen eine Stimme. Die kriegen aber bei diesen Woken keine Stimme. Ganz hey, du einfach. Musst ein Opfer sein. Du musst ein Opfer und, sein. Gerade die Woken wollen uns in dieser Opfer-Migranten-Islam-Schublade gefangen halten. Und dann kriegt ihr was. Dann kriegt ihr von denen was. Ja, wir kriegen aber, ne, also wir lassen uns nicht gefangen halten, weil ich rede nicht über, wir fügen uns ja nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen ja eine Stimme für uns Menschen zu sein, die aus diesen Kulturkreisen kommen und auch gleichzeitig eine Stimme zu sein für die Mehrheitsgesellschaft, weil wir sind ja ein Teil dieser Mehrheitsgesellschaft. Es ist einfach so furchtbar, dass die in Rassismus sich sonst wohin stecken können. Und ich werde mir meinen Mund nicht verbieten lassen, vor allem von solchen privilegierten Kids nicht. Ja. Also ich bin ja manchmal doch so ein bisschen Arschloch und ich nutze ja ihre eigene Taktik, um gegen sie zu argumentieren. Aber klappt das? So einfach. Ja, also es ist ja so einfach, indem ich denen ja auch immer wieder ihre Privilegien und ihren Rassismus vorhalte mit ihren Wörtern und dann stehen sie dann einfach da und dann ne, wir stottern so vor sich hin und dann heißt er, ja, aber das ist ja trotzdem rassistisch, was du meinst. Okay, letztendlich sage ich denen ja auch, dass sie sich ja selber entlarven und es ist amüsant. Hast du letzte Woche mein Gespräch? Ich hab's halb geguckt. Das ist ja ein Paradebeispiel gewesen. Genau, also du warst alles bestätigt. Ja, du warst auf der Frankfurter Buchmesse, war das oder genau. was? Genau. Und dort es gab eine Moderatorin und ein Panel nennt man es, glaube ich. Sanna saß dort, auch natürlich wegen des neuen Buches Woke, was auch hinter dir steht. Und eine andere Autorin saß da noch. Sie war schwarz und das war auch so ihr Claim to Fame. Sie meinte, sie hätte 10 Bücher, oder das ist ihr 10. Buch, sie hat auch eins geschrieben, veröffentlicht und natürlich ging es um Rassismus und wie schwer sie es hatte, dass sie jetzt dort sitzen kann und 10 Bücher veröffentlicht haben kann in diesem rassistischen Land hier. Also, ja und fand ich schon fast so ein bisschen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, erstens, und zweitens, sie erzählte mir, obwohl sie aus einem privilegierten schwarzen Haushalt kam, ganz normal ihre Schule gemacht hat, Abi gemacht hat, studieren konnte, in diesem rassistischen genau. Land, ne? Das finde ich so krass, weil sie saß da, ja. Diese Frau hatte 10 Bücher hier geschrieben. Sie saß da auf einer Bühne. Also sie hatte alle Möglichkeiten offensichtlich. Und ich weiß jetzt nicht genau, aber sie, ich glaube, da klingt immer noch so ein bisschen sowas mit, das ist dann so die wahre Überlegenheit. So, obwohl hier alles so rassistisch ist, habe ich es trotzdem geschafft. Das heißt, ich bin Superwoman. Ich bin die super überlegene, ultra krasse Frau. Eigentlich kann hier keiner was schaffen, aber ich bin noch besser als die anderen. Klingt das mit oder merkt sie selber nicht, dass es total paradox ist? Nö, sie weiß ganz genau, dass es ihre Masche, damit verdient sie. Weiß sie, ne? Sie hat auch ihre Professur dahingehend. Professorin? Ja. die lehrt auch zu Diskriminierung und antikolonialen Gedöns und ihre Meinung ist halt auch, dass Rassismus in unserer DNA liegt, in unserer weißen DNA liegt. Und gleichzeitig sagt sie, weiß und schwarz ist keine Hautfarbe, aber ich als schwarze Frau, das hat sie ja immer wieder erwähnt. Mhm. Und es gibt für sie auch nur zwei Feminismus, es gibt den weißen Feminismus, der nur für weiße Frauen einsteht und kämpft. Und schwarze Frauen nicht mitdenkt und diskriminiert. Und es gibt den schwarzen Feminismus, der für alle einsteht. Mhm. Und das ist einfach pure Spaltung, das ist pure Diskriminierung und das ist auch total rassistisch. Das habe ich ja auch zu ihr gesagt.
ob sie eigentlich ihren Rassismus total merkt. Sie ist gegen alle total rassistisch. Für mich gibt es nur einen Feminismus und dann ist mir die Hautfarbe der Frauen egal. Es ist mir egal, die Weltanschauung. Es gibt erstmal Frauen, die natürlich in Deutschland weniger benachteiligt sind als in anderen Ländern. Aber es gibt noch teilweise Benachteiligungen und die müssen angepackt werden. Und wir, also gerade auch die woke und queere... Gerade auch in der Migranten-Community, das meinst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, natürlich, ja. Also das ist jetzt jetzt zusammengefasst, weil das würde jetzt ausarten, wenn ich jetzt... Weil ich sag mal, rechtlich haben ja Frauen alle Rechte hier. Sonst, sie darf ja alles, sie darf ja alles hier. Genau, also wir dürfen rein rechtlich, es gibt natürlich in der Realität noch kleine Benachteiligungen und die werden tagtäglich auch angegangen, auch von diesen weißen Feministinnen, aber mich hat das so sauer gemacht, dass die weiße und schwarze Menschen so gegeneinander ausspielt und so einen offenen Rassismus auslebt und auch so einen offenen, so offen rassistisch gegen Feministinnen in Deutschland, auch gegen die Urfeministinnen in Deutschland ist. Ganz ehrlich, hätten wir eine Alice Schwarzer nicht gehabt, hätten wir die ganzen alten Feministinnen nicht gehabt, diese Weißen, es sind nicht schwarze Feministinnen, die rausgegangen sind hier in Deutschland, die geschrien haben. In den USA war es anders, darüber müssen wir nicht sprechen. Wir reden aber über Deutschland. Und wir haben hier ein ganz anderes System und auch einen anderen Rassismus als der, der in den USA ausgelebt wird und ausgelebt wurde. Aber Tatsache ist, dass wir diesen weißen Feministinnen, die jahrzehntelang schon gekämpft haben, dankbar sein müssen. Auch eine schwarze Frau, die hier in Deutschland 10 Bücher schreiben konnte und wir als Frauen mit einer anderen ethnischen Herkunft, wir müssen den Frauen dankbar sein und ihnen nicht nur Rassismus vorwerfen. Ganz ehrlich, sonst hätten wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, weil alle drei hatten einen anderen ethnischen Background und auch eine andere Migration. Sogar auch die Moderatorin ist ja von der Migration her eine Kroatin gewesen oder ist Kroatin. Ja, ich glaube, das zählt alles nicht, wenn man nicht braun oder schwarz ist, dann zählt das nicht. Oder irgendwie, du bist zwar Kenneck, ne, aber man sieht es dir nicht an. Man müsste es dir mehr ansehen. Aber weißt du, trotz allem hat sie eigentlich, also dieses Gespräch hat mich so unheimlich geärgert, so mitgenommen. Sie wollte mir ja vor dem Gespräch noch nicht mal die Hand geben. Man hat sie, ihre ganze Körpersprache war, oh, sie hatte keine Lust. Sie hat das Gesicht zur Faust geballt. Sie war richtig, also ihr ganzes nonverbales Verhalten war auch Abneigung. Also ich war wirklich nicht abgeneigt am Anfang. Ich habe versucht, immer wieder mit ihr zu reden, versucht, einen Dialog zu führen. Das ist gar nicht möglich. Also das ist wirklich diese woke, bildungsbonierte Besserwisserei. Sie wollte die Deutungshoheit über alles behalten und war null dialogbereit. Und aber trotzdem habe ich das immer versucht, mit einem Lächeln zu nehmen, mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Aber trotzdem hat mich das Kraft gekostet, weil ich diesen Hass von ihr und diesen Rassismus echt nicht ertragen konnte. Das finde ich, ich finde das halt auch interessant. Also einerseits war auch sehr egozentrisch, das heißt, das waren alles ihre Erfahrungen, die sie da beschrieben hat in dem Buch, laut ihrer Aussage. Ne? Also da merke ich auch, es ist auch so ein Ich wieder, was du am Anfang das gesagt hast. Die Buchen am besten, ne? Genau. Und dann, aber gleichzeitig geht's so in die Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe, für die, die es nicht gesehen haben, aber sie war halt symptomatisch für so viele Protagonisten aus diesen Kreisen, dieses das Gegenteil von Martin Luther King im Prinzip. Ja. Also Martin Luther King hat gesagt, deine Hautfarbe spielt keine Rolle, sondern dein Charakter. Und er träumt von einer Welt, in der die Menschen irgendwann nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter und wie sie drauf sind, nach ihren Ideen und wie sie sich benehmen, nach ihren, alles, was sie so denken, was sie so äußern, ja. Und danach, oder die Ambitionen, und danach soll man beurteilt werden und nicht, weil man jemanden sieht nach der Hautfarbe. Und das galt mal als fortschrittlich, dass man gesagt hat, okay, da möchten wir hin. Wir sehen die Hautfarbe nicht mehr, oder wir sehen sie, wir nehmen sie wahr, aber wir beurteilen Menschen nicht mehr danach. Und jetzt kommt diese
Person um die Ecke und ihre Bande, sage ich mal, ja. Und die machen eben genau, also anscheinend ist es bei primitiv denkenden Menschen so, dass die wieder mit anderen Begründungen, aber in ähnliche Muster verfallen. Also es scheint einerseits bei Woke so eine religiöse Komponente zu geben, also die Abwesenheit traditioneller Religionen und dann diese neue Religion, diese Woke-Religion und dann eben auch dieses archaische Denken, man müsste Menschen nach Hautfarben trennen, man müsste Menschen segregieren und auch vor allen Dingen nach Hautfarben beurteilen, auch nach Geschlecht und so weiter und so fort. Bildungsstand. Nur wer angeblich, also das kam bei ihr ja so raus, sie akzeptiert nur das Wort von Akademikern und nur die dürfen sich zu bestimmten Themen äußern oder ihre Gefühle mitteilen. Sie hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass sie promovierte Professorin ist. Ja, aber in so einem Clown-Fach halt eben, ne? So, so abartig, so eine Einstellung. In meiner Welt hat jeder das Recht, sich zu äußern. Wie schon gesagt, promovierte Professor hat das Recht, genauso wie die migrantische Putzfrau, die Analphabetin ist. Hat das also Recht, es ist dieses Movement ist auch total elitär, sagst du damit, ja, ne? Es ist eklig, es ist nicht nur elitär, es ist exklusiv, widerwärtig, exklusiv und widerwärtig. Und deswegen hat mich dieses Gespräch so mitgenommen und wirklich beeinflusst, dass ich die ganze Nacht danach nicht schlafen konnte. Ich war oh mein Gott. Von so viel, wirklich, also das hatte ich schon lange nicht mehr, aber es hat mich richtig mitgenommen, weil es war für mich so, ich komme mit jedem scheiß Rassisten klar, der sagt, hey, ihr scheiß Ausländer, ihr müsst hier weg oder verpiss dich oder so. Da denke ich ja, bist du dumm, ne? Ja, in real life, da wo du auf den Spielplatz gehst, hörst du das wahrscheinlich nicht so oft, aber vielleicht im Internet oder so, ne? Ja, aber weißt du, damit komme ich klar mit so einer dämlichen Einstellung. Aber so viel Hass auf einer Bühne und dann von Menschen noch gefeiert werden und also es hat mich wirklich mitgenommen und dass sie wirklich auch Menschen, die nicht nach ihrer Meinung nach nicht gebildet ist und das ist ja, das sind hauptsächlich, würde ich auch sagen, Migranten, dass sie denen ihre Meinung untersagen. Mit Bildung. Aber das sind, ja. Also es ist so. Aber da sind wir wieder am Anfang so ein bisschen. Ja. Bildung ist ja für mich ein Orwellsches Clownwort. Was ja. die macht, was die da als Professorin macht, was sie als Akademikertum bezeichnet oder was sie da lehrt, das ja. ist in meinen Augen keine Bildung, sondern Indoktrination. Das ist naja, also Ideologie. Sie macht ja dieses antikoloniale Gedöns und diese Critical Race Theorie und Egon Flake hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob du Egon Flake kennst, der ist Althistoriker der Uni Rostock. Hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er vor einiger Zeit gesagt, diese Critical Race Theorie und antikoloniale Identitätspolitik verursachen Fake History. Dadurch, dass sie natürlich Unterdrückten ausschließlich erlaubt, identitätsbezogene Wahrheiten wiederzugeben, die eigentlich substanzielle Unwahrheiten sind, also dementsprechend auch Lügen, einfach nur Lügen sind. Gerade bei der Critical Race und antikolonialen Identitätspolitik ist es ja so, dass Sklaverei ja nur vermittelt wird, dass nur weiße Europäer versklavt haben. Und da wird ganz stark unterschlagen, dass es bis heute noch einen islamischen Sklavenmarkt gibt, siehe Dubai und die Versklavung von Frauen von Libyen auch, glaube ich, ne? Ja, also so ganz viele Sachen. Oder dass damals im Sklavenmarkt schwarze Stammführer ihre eigenen Menschen versklavt haben oder andere Stämme versklavt haben und mit schwarzen Menschen gehandelt haben. Oder die Osmanen, Germanen versklavt haben und sogar vor langer Zeit hatten wir ja, oder nicht vor langer Zeit, bis vor kurzer Zeit, hatten wir sogar in Deutschland noch Sklaven. Mhm. Was waren denn die Knechte und die Mägde denn? Nee, ich gehe noch weiter. Gerd Bührmann hat das mal gesagt, die Zwangsarbeit in den KZs war ja? Sklaverei. Wir hatten also in Deutschland nichts anderes, war das ja, als, also nicht nur... Ich rede jetzt noch nicht mal von Vernichtungslagern, sondern auch von den Arbeitslagern. Das war ja Sklaverei.
Dort wurden Menschen eingesperrt, die wurden gezwungen zum Arbeiten. Was ist das denn sonst? Ja. Also in Deutschland gab es letztes Jahrhundert noch Sklaverei. Genau, und bei dieser wenn man sich aber anguckt, antikoloniale Identitätspolitik, die natürlich auch momentan Israel ja vorgeworfen wird. Genau. Ist halt einfach eine Fake History. Und das ist etwas, solche Menschen lehren an den Unis sowas. Und ich finde das ganz gut. Also bis jetzt hat er noch seine Stelle, der Egon Flake. Mal gucken, was da noch passiert. Aber als Althistoriker, wer könnte darüber besser aufklären? Aber da bin ich der Meinung, sie meint nicht Akademiker. Sie meint Leute, die mit ihr ideologisch auf einer Linie sind. Mit denen möchte sie reden. Mit dem Egon Flake möchte sie bestimmt auch nicht reden, obwohl der ein Akademiker ist. Der ist ja nur Rassist. Der ist ja nur Rassist. Punkt. Also, ne, weil sie ja auch nicht, erstens nicht auf Linie ist und zweitens, weil der einfach zu weiß ist und dementsprechend ja gar nicht das Recht hat, als weiser Cis-Mann was zu sagen. Das ist schon das Problem. Wenn er sich ein Kleid anzieht, er muss sich ein Kleid anziehen, dann geht's. Ja, dann geht's. Und die Georgine Kellermann-Style. Aber naja, also zumindest haben wir in unserem Buch, Peter und ich, versucht, diese verschiedenen Bereiche uns wirklich zu durchleuchten, auf Augenhöhe mit dem Leser, mit jedem Leser, Alltagsbeispiel zu nennen. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen PR. Ja, gerne, klar. Auch einfach aufzuklären, was das für jeden Einzelnen nachher, ob er im politischen Betrieb ist oder sich politisch aktiv ist oder nicht, versuchen zu erklären, dass das früher oder später jeden Einzelnen auch selber betrifft und dass jeder das Recht hat, sich zu äußern. Und ich hoffe, dass das Buch gekauft wird, um dadurch wir ganz viele Menschen erreichen können. Und Tatsache ist, dass ich mir meine Stimme von keinem nehmen lasse. Das habe ich schon als Kind nicht in der islamischen Kultur, in der islamischen Welt. Das werde ich erst recht nicht von irgendwelchen privilegierten weißen oder schwarzen Kids mir auch nicht nehmen lassen. Weil es geht hier jetzt nicht nur um meine Rechte als Frau und als weiße Frau, sondern es geht auch um die Rechte meiner Töchter. Und deswegen bin ich dann noch eher verpflichtet. Und vielleicht werde ich auch deswegen noch lauter werden, weil ich möchte nicht, dass meine Töchter in 10, 15 Jahren wieder bei Null anfangen müssen, ganz ehrlich. Naja, ja, sehe ich genauso. Ich finde auch. Lass uns mal was Amüsantes spielen. Gerne. Ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern auch mal was zum Lachen geben und nicht nur politisches. Gib. Weil auch wenn wir viel miteinander diskutieren, wir beide haben doch immer viel miteinander auch zu lachen. Ja, das stimmt. Also das ist auch für mich so das Wichtigste daran. Also ich meine, es ist eine Clownwelt, es passieren ernste Sachen, aber ich möchte eigentlich auch gerne unterhalten und auch selber gut unterhalten sein. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit so einer Fresse rumlaufen, weißt du? Und diese Themen kann man ja auch irgendwie unterhaltsam aufarbeiten, auch wenn manche sehr ernst sind. Soll ich jetzt mal was ganz Lustiges, wo du jetzt gerade sagtest, mit der Fresse rumlaufen? Jo. Was ich jetzt schon wieder für einen totalen Mist, also ich gebe ja heute alles und geil. Ich mache mich nackig. Kriege ich hier exklusiven Content. Exklusiv, das weiß auch keiner. Ja. Neulich, du weißt ja, dieses Jahr war gerade besonders schwer auch, ne, mit meinem Vater, dann mein Sturz jetzt neulich, alles. Mhm. Also ich habe dieses Jahr wirklich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Wir reden ja sehr offen, auch privat miteinander. Mhm. Und vor 3 Wochen nach meinem Sturz war ich so fertig. Da dachte ich, boah, ich muss echt mal was für mich machen. Und als Mutter ist nicht mal gerade zur Massage geben, Wellness machen oder einfach Auszeit nehmen vom Alltag und stundenlang ein Buch lesen. Für sowas habe ich gar keine Zeit. Ich schaffe es nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich kriegte auf einmal so eine E-Mail mit einem Angebot. 220 Euro morgen. Botox fürs ganze Gesicht. Jo. Und du weißt ja, ich bin so ein Opfer und in schwierigen Zeiten sehr anfällig dafür. Also, Margarete Stukowski schwört drauf. Gegen ihr Long-Covid. Oh, sie sagt, es hilft. Sie sagt, es hilft. Das war das, was ihr am meisten geholfen hatte. Warte ab. Wobei hat es dir geholfen? Ich muss bis heute noch obwohl ich nicht immer noch nicht richtig lachen kann, darüber lachen, dass ich wieder so einen Mist gebaut habe. Du wirst richtig lachen. Okay, ich dachte, scheiß drauf, die halbe Stunde zum Botoxen nehme ich mir jetzt nur für mich. Also habe ich mit meinen Krücken, habe ich mir ein Uber bestellt,
habe mich nach Charlottenburg fahren lassen und habe gesagt, so 220 Euro fürs ganze Botoxen. Komm, mach mal. Und ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass ich hier so, wie heißt das, so ein Merkel-Mund kriege, weißt du? Okay. Geil. Und dann habe ich gelesen, es gibt so ein Smile-Lift. Also unter Merkel-Mund kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Ja, dieses Mundwinkel nach unten ist nicht schön. Auf jeden Fall dachte ich, es gibt so ein Smile-Lift, womit man, was man dagegen tun kann. Also dachte ich, okay, 220 Euro, da kommt die Albanerin in mir durch, die albanische Siegerländerin in mir durch. Das geht klar, hau rein. Ja, hat er dann auch gemacht. Guck mal, meine Stirn ist wunderschön geworden, ne? Vorderfalte, meine Krähenfüße. Das mache ich so einmal im Jahr seit ein paar Jahren. Sieht voll aus, man wirkt ganz frisch. Aber Merkel-Falte. Okay, ich habe es machen lassen und dachte, das wird bestimmt toll, ne? Ich guck nicht mehr so böse, sieh einfach frischer aus. 3 Tage später, als der Botox-Engel dann zu mir kam, das wirkt ja erst so nach 3 Tagen, sieht man langsam es kommen, bin ich morgens aufgestanden und gehe ins Wohnzimmer und dann steht Jörg da und guckt mich an, also meine schlechtere Hälfte, für die, die das nicht wissen, und sagt so, was hast du denn gemacht? Ich so, wie, was habe ich gemacht? Der so, ich glaube, du kannst dich zu deinem Vater ins Krankenhaus legen. Ich glaube, du hattest einen Schlaganfall letzte Nacht. Ich so, was? Geh zum Spiegel. Und yo, irgendwie beim Reden, ich rede so komisch. Oh nein. Ich krieg bis heute nicht mehr die Mundwinkel so richtig. Fuck. Und das war an dem Tag richtig. Dein Ernst? Mir ist es nicht aufgefallen. Mir ist es nicht aufgefallen. Glück, ne? Aber du siehst das jetzt so online nicht so gut, aber hättest du mich die letzten Wochen gesehen, ne, danach. Also es ist jetzt schon besser geworden. Ich habe mich auch mit dem Sprechen dran gewöhnt, dass ich deutlicher spreche. Aber ich habe ganz komisch genuschelt und ich hatte, so schlimm. Ich bin übertreib. Ich bin so ein Opfer. Und sogar Edda hat sich über mich lustig gemacht. Yo. Also die darf. Okay, hör auf mit diesem Unsinn, Sana. Erde dich, hör auf, solchen Unsinn zu machen. Aber du weißt ja, wenn es mir schlecht geht, macht man einfach dumme Sachen. Und wie gesagt, nur eine dumme Geschichte. Aber jetzt kann ich drüber lachen. Und in 6 Monaten ungefähr kann ich auch meine Mundwinkel wieder richtig bewegen. 6 Monate dauert das noch? Ja, bei mir hält das unheimlich lange. Also so 6 Monate bis ein Dreivierteljahr hält Botox immer bei mir. Aber dann ist alles wieder normal. Dann mache ich auch sowas nicht nochmal. Mal sehen. Ich bin gespannt. Also, Botox. Wenn es was umsonst gibt, das ist so die Deutsche in dir. Irgendwie so ein bisschen. Das ist total die Deutsche in mir. Das ist wie bei Es gab was umsonst. Und es geht umsonst. Weißt du, sonst zahle ich ja für 3 Zonen nur für meine Stirn und so 280 Euro. Und jetzt dieses Angebot, ich meine, wie will ich denn sparen, wenn ich das nicht nutze? Genau. Ja, und vor allen Dingen. Ich muss sagen, ich habe ja auch so, ich liebe meine Freundin, aber sie sind auch Arschlochfreundin. Da kamen einige Nachrichten dann auf einmal, ob mir jetzt so seitlich auf die Sappa runterlaufen würde. Ich wollte was Aufmunterndes hören, so nein, Sana, sieht man nicht, alles gut, ist nicht so schlimm. Aber ich habe leider sehr ehrliche Freundinnen, die sich noch zusätzlich über mich lustig gemacht haben. Aber ich kann ja gut über mich lachen. Ja, gut, also ich hoffe dann, dass das bald vorübergeht, aber du meinst es noch ein halbes Jahr. Ja. Jo. Was machen wir noch? Sollen wir noch ein bisschen plappern oder musst du los? Ja, nee, ich muss nicht los, aber erzähl du mal. Ja, was hast du? Ask me anything, gerne. Also ich meine, das ist ja hier die öffentliche Folge. Ich habe ja mittlerweile fast so ein bisschen es verlagert. Die Finsteren, die Abgründe in meine Seele finden ja fast so ausschließlich hinter der Paywall statt, bei Patreon. Und bin ich gar nicht mehr gewohnt, öffentlich so über mich zu reden, aber gerne ask me anything. Also ich habe Hemmungen. Ich habe ja mitgekriegt, oder ich habe ja deine bessere Hälfte neulich kennengelernt. Oha, jetzt. Wie kommt's, dass du jetzt auf einmal, ich meine, das ist toll, du weißt, ich finde das gut, dass du auf einmal, ja, so vernünftig wirst. Was soll das denn heißen? Also erstmal, das ist ja jetzt doch sehr, sehr privat. Ja, das versuche ich. Versuche ich natürlich so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen zu trennen, mein Privatleben und mein Beruf so ein bisschen. Es ist nicht geheim,
Also man darf es schon wissen, aber ja, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, das zu viel zu exposen. Also das zu viel zu zeigen in der Vergangenheit. Ich mache ja seit 9 Jahren den Podcast. Nächstes Jahr sind es 10 Jahre, muss man sich mal überlegen. 10 Jahre ohne Unterbrechung. Da war ich einer der frühen Podcaster schon, als es das eigentlich noch gar nicht so gab. Also es gab es schon, aber mittlerweile hat ja gefühlt jeder Depp irgendwie einen Podcast. Und das war damals noch nicht so. Und da musste ich natürlich auch viel lernen, so über die Jahre. Weil am Anfang haben natürlich weniger Leute zugehört und man dachte so, ja, man ist so unter sich und ich erzähle hier so alles und ich poste auch alles. Ich bin ja immer noch sehr offen und sehr transparent, also ich spiele keine Rolle. Ich bin die Person, what you see is what you get, aber ich gucke schon so ein bisschen, was ich erzähle von meinem Privatleben und wo. Und vor allen Dingen eine andere Person da so mit reinzuziehen, das kann mal kurz ganz lustig sein. Ist es auch und manchmal macht es auch Spaß. Nur manchmal vergeht ein Jahr oder noch ein Jahr oder keine Ahnung. Gefühle ändern sich, Stimmungen ändern sich und auf einmal ist das alles so da draußen. Klingt jetzt banal, ist auch so ein bisschen so, ja, guten Morgen, das weiß man doch. Aber in dem Moment denkt man da manchmal nicht so drüber nach und es sind jetzt auch gar nicht so krasse Sachen oder sowas, die ich jetzt verheimliche, sondern es ist einfach, ich möchte einfach nicht, dass jeder da draußen Zugang zu allem hat aus meinem Privatleben und auch diese Person so verfolgen kann. So, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch irgendwie keine neue krasse Erkenntnis oder ich bin jetzt auch nicht der Erste, der das so macht, aber es ist so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen vorsichtiger geworden. Also du kannst mich trotzdem alles fragen, aber es ist so, ja. Nein, also ich stichel natürlich, ich weiß, was du meinst, ich weiß, wie du, wie das ist. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde das toll. Ich durfte sie ja kennenlernen. Ja. Und wir nennen natürlich keine Namen oder verlinken sie natürlich nicht mit. Ja. Das muss sie ja selber entscheiden, inwieweit sie in den Vordergrund treten möchte oder ne, erscheinen möchte. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das mache ich ja genauso bei meiner schlechteren Hälfte. Also du weißt ja auch, wir posten nicht so viel zusammen, aber wer es weiß oder wer es wissen soll, weiß es. Genau, es ist nicht komplett geheim, ja. Genau, aber ich wollte einfach nur sagen, ich find's gut, dass du bist nicht erwachsen, sondern ich habe das Gefühl, du erdest dich so ein bisschen mehr. Wir haben ja schon die letzten Male auch privat viel über sowas gesprochen. Ja. Und ich denke, ich habe das Gefühl, sie tut dir gut. Sie ist ja auch super nett. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich sehr hübsch ist. Dankeschön. Aber ich finde, sie tut dir gut. Dankeschön. Ja, ich meine, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus auch, kann man ja nochmal den Bogen spannen. Wie möchte man denn leben? Was möchte man denn erleben? Und was, so ganz banal, worauf, ich bin ja jetzt auch schon in meinen besten Jahren, ja, ich bin Mitte 40, irgendwann fragt man sich natürlich, worum geht's denn eigentlich? Du hast Familie, du hast 2 Kinder und auch dieses ganze Woke-Thema. Meiner Meinung nach ist diese Abwesenheit traditioneller Religion, kann ja jeder für sich machen, war ja auch mal eine Zeit lang ein Fortschritt. Aber dieses Ersetzen durch eine Woke-Religion tut vielen Menschen nicht gut. Ich sehe sowohl Jungs als auch Mädels werden von klein an belogen. Und damit meine ich, mittlerweile sind wir ja bei dem Punkt, man weiß ja gar nicht mehr, was ein Mann und was eine Frau ist. Ne? Und jedem man wird. Ja schon, aber man versucht was anderes genau, zu erklären. Genau. Also. Und ja, und um jetzt auch mich da persönlich gerne noch mit einzubringen. Ich weiß das natürlich auch schon lange, was ein Mann ist und was eine Frau ist. Aber irgendwann stellst du dir die Frage, was gibt es noch im Leben? So, die stelle ich mir schon länger. Das ist ja klar. Und hier geht's ja auch nicht darum, mit der Brechstange irgendwas zu machen. Aber was ist gut und was ist richtig? Das heißt nicht, dass ich jedem einen Lifestyle aufzwingen will. Ja. Ich zwinge auch nicht jeden, konservativ zu sein. Es muss auch nicht jeder Kinder kriegen. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen ist es doch so. Eine Gesellschaft, in der alle non-binary oder jeder queer ist, funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt nicht, dass ich jedem das absprechen will.
du kannst deine Entscheidungen treffen und dein Leben leben, wie du willst. Aber es kann nicht jeder woke sein und keine Familie gründen und stattdessen irgendwie seinen Hund heiraten oder sowas. Und genau, jetzt sind wir ja da schon, es gibt schon Bewegungen, da geht's dann hin zu meiner attracted person und so weiter. Ja, also so komplette, alles, was den Westen auch mal ausgemacht hat. Einerseits war der Westen offen und tolerant und hat einen Individualismus zugelassen. Aber andererseits wird das jetzt irgendwo pervertiert und es wird gesagt, du darfst oder sollst am besten gar nicht mehr konservativ sein, sondern nur noch degeneriert. Und am besten jeder. Und jeder, der da sagt, ich möchte aber irgendwo es so machen, wie nennst das Universum, nennst Gott, nennst die Natur, es gewollt hat, der wird als Feind ins Visier genommen. So, und persönlich kann ja jeder machen, was er möchte, aber persönlich stellt man sich vielleicht irgendwann im Leben die Frage, yo, wie soll denn jetzt die Reise noch weitergehen? Also das heißt jetzt nicht, dass ich dazu plädiere, da nur so eine Vernunftentscheidung zu machen oder so, keine Ahnung, irgendeiner Torschlusspanik nachzugeben. Aber die Frage ist doch, warum? Ich habe den Eindruck, viele Woke sind unglücklich. Und sie sind lost. Die Gemeinschaft, genau, die Gemeinschaft fehlt denen auch. Und also sie ihnen fehlt vielleicht auch ein guter Partner, eine gute Partnerin, eine Familie. Du sagst Gemeinschaft, vielleicht ist es auch gar nicht eine große Gemeinschaft, sondern eine kleine. Freunde und Familie. Und da suchen sie nach, aber es wird ihnen erzählt von klein an, bunt sein, vielfältig sein, bloß nicht binär sein, das ist das Goal, aber auch jedem Impuls nachgeben. Du sollst nicht sportlich sein, du sollst dir keine Mühe geben, du sollst keine Ambitionen haben, du sollst nicht hetero sein, du sollst nicht arbeiten und Geld verdienen, du sollst im Prinzip jedem schlaffen Impuls nachgeben und Hauptsache irgendwie anders sein. Und das führt da, und dann bist du gut, dann bist du nicht der straight white male oder wie es auch immer, die straight white female oder was auch immer, cis und so weiter. Und dann bist du richtig, aber es führt trotzdem dazu, dass die Menschen lost sind, dass sie irgendwo eine innere Leere haben. Und das schieben sie dann natürlich auf die weiße Vorherrschaft, das Patriarchat, den Klimawandel, nenn es wie du willst, weil ja, das die sind anderen sind doch immer schuld. Genau, die anderen sind schuld. Aber dass sie einfach irgendwie ihren Shit together kriegen, und versuchen, gute Beziehungen zu führen und vielleicht sogar eine Familie zu gründen, dass ihnen das etwas geben könnte, das sehen viele nicht. Weil sie es ja auch von klein an erzählt kriegen. Sie kriegen ja erzählt, der Vorläufer von es gibt keine Frauen und keine Männer war ja, Frauen können auch Männer sein. Also jetzt nicht literally, sondern alles, was Männer können, können Frauen auch und alles, was Frauen können, können Männer auch. Und es gibt keine Unterschiede. Und alle sind gleich groß, gleich stark, gleich schlau, haben die gleichen Fähigkeiten. Das heißt nicht, dass es das theoretisch nicht gibt. Es gibt bestimmt Frauen auf der Welt, die sind stärker als ich. Und es gibt, keine Ahnung, weißt du, worauf ich hinaus will? Aber verallgemeinern muss man doch sagen, es gibt doch auch Unterschiede zwischen den Menschen und auch zwischen den Geschlechtern. Und das ist eine der Lügen, gut gemeinten Lügen, weil man möchte natürlich Kindern erzählen, na, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Lass dir nichts erzählen. Du wirst nur, der einzige Grund, wenn du was nicht schaffst, liegt darin, dass du diskriminiert wurdest und nicht, dass es tatsächlich auch Unterschiede gibt. Und das ist der Anfang der Lüge, nämlich, dass alle irgendwie gleich sind. Und wer nicht gleich ist, wird dann vom Staat oder Regenbogenstalinismus oder von den Woken, wird gleich gemacht. Wenn du irgendwie aus der Reihe schlägst oder aus der Reihe trittst und was anderes willst oder was anderes bist, oder du bist vielleicht, wenn du schwächer bist, wirst du hochgehoben, das heißt ermutigt, dazu auch schwach zu sein. Wenn du stärker bist, ich habe jetzt keine besseren Vokabeln, dann wirst du geköpft, dann wirst du einen Kopf kürzer gemacht, damit alle müssen immer gleich sein. Und dann ist endlich alles gut. Und das führt dazu, dass viele junge Menschen, glaube ich, lost sind und gar nicht die Möglichkeit sehen, nicht Polyamor zu sein oder Open Relationship oder sonst irgendwas, sondern zu versuchen, Beziehungen zu führen, die stabil sind. Und vielleicht habe ich da auch länger für gebraucht, aber das führt natürlich dann
weiterhin zu mehr Unglück. Hast du Thoughts dazu? Du wolltest gerade was sagen, glaube ich. Also es ist ja ganz einfach. Du weißt ja, ich war ja 12 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen und musste mich ja mit Anfang 30 auch wieder finden, als ich mich getrennt habe. Und da habe ich auch alles ausprobiert. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich erstmal richtig verlieren, um mich selber zu finden. Aber heutzutage ist es sehr schwierig geworden, auch für diese wirken Menschen, eine vernünftige Beziehung zu führen. Weil wie kann ich, wenn ich narzisstisch und super egoistisch bin, eine gute Beziehung führen? Wenn sich doch die ganze Welt und auch diese Beziehung nur um mich selber drehen muss. Also natürlich bin ich jetzt Mutter. Ich hatte nie im Leben noch mal gedacht, dass ich Mutter werde und in diese Rolle hineinwachsen muss. Das muss ich auch. Aber ich bin da rein hineingewachsen. Wir haben auch als Paar unsere täglichen Kämpfe, die wir führen. Aber Normal. Wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir auch kämpfen müssen, für ein Miteinander kämpfen müssen, für die Familie kämpfen müssen und auch immer wieder versuchen müssen, zueinander zu finden. Da sind wir nicht nur uns als Paar schuldig, sondern dass wir sind wir unseren Kindern auch schuldig. Wir hätten auch schon lange sagen müssen, nee, das ist uns einfach diese Arbeit zu stressig. Ich habe meine Bedürfnisse, er hat seine Bedürfnisse und wenn wir nicht versuchen, immer einen Kompromiss zu finden, dann geht und lebt jeder so sein Leben, aber letztendlich bleiben dann die Kinder auf der Strecke. Ja. Und wir haben nun mal gemeinsame Kinder und wir sind es denen schuldig. Und das geht heutzutage auch leider sehr häufig verloren. Und die Leidtragenden sind nachher einfach die Kinder, die dann wieder aufwachsen, die irgendwelche, es ist so, Kinder aus Familien, die getrennt sind oder Scheidungskinder, sind nachweislich höher betroffen von psychischen Erkrankungen nachher und alles, was damit zusammenhängt. Ja, das ja, ist und, verständlich. Und ja, ich sehe, aber all diese Sachen kosten Mühe. Also eine Beziehung führen, arbeiten gehen, sich Mühe geben, etwas erreichen, Ambitionen zu haben, egal ob das ideelle Wünsche sind oder materielle Wünsche, ob das Freunde und Familie sind, sich da Mühe zu geben, das kostet etwas, aber dann kriegt man auch etwas zurück. Und diese Mühe will sich niemand mehr machen, egal ob es Karriere oder Familie ist oder ob es Freunde sind oder was auch immer. All diese Dinge können sehr, sehr viel zurückgeben und man kann dadurch auch unabhängiger werden. Vielleicht ist man abhängiger von seiner Familie, aber dafür weniger abhängig vom Staat. Ja, ne? Also es ist ja, ja dann irgendwo, also man kriegt auch was. Und der Punkt ist, das kostet aber Mühe. Und das tut unter Umständen weh. Und das heißt, ich muss an mir arbeiten. Und das bedeutet, dass vielleicht mit mir was nicht in Ordnung ist. Und das ist die Gegenmessage von dem, was diese Woken einem erzählen, die sagen, nein, so wie du bist, so musst du bleiben. Und wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann muss sich die Welt ändern, damit du dich gut fühlst. Und nicht du musst an dir arbeiten. Und dann, wenn das trotzdem alles nicht klappt, dann liegt's am Kapitalismus und am Klimawandel und am Rechtsruck und an Putin und an Corona. So, du kannst nichts dafür. Deswegen also ist das meiner Meinung nach giftig. Genau, erstens giftig und zweitens kann ich immer wieder darauf hinweisen, das ist nicht ganz Deutschland. In den kleinen Städten, auf den Dörfern ist das ganz anders. Das ist wirklich so ein Stadtding. Die Menschen, die gerade auch nach Berlin kommen, die sind schon lost und die denken, die können sich hier nochmal verwirklichen und versauen Berlin immer mehr. Und deswegen macht es immer weniger Spaß, hier zu wohnen. Und es ist für mich wird es von Tag zu oder für uns wird es von Tag zu Tag immer unerträglicher, weil einen das auf der Straße man wirklich damit terrorisiert wird, mit diesem Egoismus, mit diesem Narzissmus. Ihr müsst euch nach mir richten, ich richte mich nicht nach euch. Und aber wie schon gesagt, das ist so ein Blasending, das ist so ein Stadtding. In den kleinen Städten, auf den Dörfern läuft das ganz anders und deswegen habe ich noch so viel Hoffnung, dass ich auf Dauer, ich glaube, wir werden noch 5 bis 10 Jahre noch so vor uns hindünsten. Es wird noch vieles den Bach runtergehen, aber dann wird es wirklich eine Wendung geben und dann werden wir uns als Gemeinschaft wieder erden und auch wieder positiv entwickeln. Und die Hoffnung habe ich und ich sehe das. Nur wir müssen diese Zeit noch durchstehen und wir müssen noch mehr Menschen aufklären, erreichen und das will ich wieder beim Buch aufklären und mit dem Buch auch vielleicht mehr erreichen, du mit deinem Podcast mehr erreichen und dann können wir in 10 Jahren
ein wirklich großes Positives wir erreichen. Aber was das Thema Beziehung angeht, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich das schön finde, dass ja, dass du so eine tolle Zeit hast und diesen Weg gehst, weil ich einfach von ne, von so weit weg, obwohl ne, wir unterhalten uns, ich sehe, wenn ihr hier seid, können wir reden, dass es für dich etwas ist, was dich momentan glücklich macht. Und aber das ist ja, es ist auch mein anti-woke Statement, eine gute heterosexuelle Beziehung zu führen. Wo der Mann der Mann ist und die homosexuell ist. Ja, aber bei mir ist es heterosexuell. Mir gut tut. Ja, also und der Mann ist der Mann und die Frau ist die Frau. Ja, du bist halt ein Tettenluder. Ich glaube, so ein bisschen Tettenluder bleibst du für immer. Ja, das ist, die Milch ist verschüttet. Sanna, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es war ein bunter Blumenstrauß an Themen, aber es gab ein Oberthema. Dein Buch Woke. Ich hoffe, ich krieg's dann die Tage noch. Sonst muss ich es mir selber kaufen. Ist ja kein Problem. Der Verlag hat mitgebaut. Es kommt diese Woche, versprochen. Ansonsten, bei mir läuft ja. Bei mir läuft ja. Ne? Also ich kann es mir auch leisten. Ihr kauft euch auch alle das Buch. Hast du einen Linktree oder wo soll ich dich verlinken? Am liebsten Facebook immer noch? Ist eigentlich egal. Verlag, Facebook, was auch immer, oder Instagram. Ja, also wenn ihr protestieren wollt gegen die Woke-Welt, dann kauft unser Buch, was derzeit wirklich von den Medien anständiger Kapitalismus ist das. Ganz dezent gecancelt wird. Deswegen wäre das auch wirklich ein Statement, dieses Buch weiter zu vermarkten und weiter zu verteilen, damit wir viele Menschen erreichen können. Weil, wie schon gesagt, es wird tatsächlich von der Medienlandschaft ganz dezent gecancelt. Ist das wirklich so? Ja. Krass. Ich krieg so ein paar Posts von dir mit. Auf Facebook postest du manchmal so ein bisschen. Ja, Instagram auch, aber mehr so ausführlichere Sachen auf Facebook. Ja. Und es ist wirklich so, ne? Also es ist so ein bisschen Shadowbanning. Ja, aber wir kriegen das hin in Mundpropaganda. Ja. Und deswegen kauft das Buch. Gut. Mach das. Findet Sanna, ich verlinke sie hier in der Folge natürlich. Ja, bei mir ist es wichtig, diese Folgen hier, also was ihr jetzt gerade gehört habt, das gibt es wöchentlich kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Das ist einmal für alle. Und wenn ihr mein abgründiges Privatleben möchtet, ja, ich bin der Anführer einer okkulten Sekte und die Community findet ihr auf Patreon. Also dort gibt es mehrmals die Woche neuen Content und da wird's auch so ein bisschen persönlicher und intimer. Und was noch? Instagram. Ich mache das sehr gerne mit dir und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allem muss man sagen, dass ich mache ja viele Podcasts, viele Interviews und du bist einer der wirklich wenigen, die nicht vorurteilsbelastet auf mich zupreschen, sondern mir auch meine Meinung lassen und mich nicht bevormunden mit dem ersten Satz. Und deswegen macht es mir so unheimlich viel Spaß, mit dir zu quatschen. So, wir sehen uns bald wieder bestimmt in Berlin. Wenn du nochmal hier bist, irgendwo im Rheinland, in der Nähe, dann kommst du her. Abgemacht? So. Abgemacht, versprochen. Und ansonsten Instagram poste ich auch, aber wenn ihr meine Shitposts lesen wollt, da gebe ich immer so richtig Gas, das ist eigentlich auf Twitter. Also findet mich dort. Sanna, lade ich gleich hoch. Ach, übrigens, auf YouTube wird das auch zu sehen sein. Ich habe nur noch eine Sperre wegen Hassrede. Ich glaube, es war wegen, ich nenne mal den Namen nicht, aber es gibt einen klimadepressiven, HIV-positiven Klimaaktivisten. Und in dessen Rahmen war das. Ich glaube, ich habe seinen Twitter-Namen vorgelesen. Und es ist... Oh nein. Genau. Und sein Twitter-Name ist Hate Speech. So, und jetzt habe ich noch 3 Tage eine Sperre auf YouTube und kann nichts hochladen. Das heißt, ihr findet den Podcast jetzt sofort auf Apple Podcasts und Spotify und dann in 3 Tagen auf YouTube. Sanna, hab einen tollen Tag.